Stopp, Eva. Ja, neuer Tag, neues Glück. Jetzt Ende November befinde ich mich aktuell auf der Alm in Büdingen, Alm von meiner Frau Astrid, und beschäftige mich hier mit Gartenbauarbeiten. Was mich momentan wenig interessiert, sind so mediale Berieselungen mit Black Friday, mit Politikwahlkampf von jede Menge Vollidioten. Und ich schalle einfach ab. Ich schalle ab, bleib draußen. Die Welt kann mich mal. Es ereignet sich auch in meiner kleinen Welt eine Menge spannende, interessante und auch nicht gerade immer schöne Ereignisse. Aber heute werde ich mal ein paar Pfähle in den Boden kloppen. Astrid ist dabei, eine neue Terrasse in den steilen Almhang zu backern. Da weiß ich auch nicht so genau, was das werden soll. Ich glaube, eine Dingens, wo man erstmal alle biologischen Abfälle reinbrettert, damit die dort allmählich zur Erde werden, und dann willst du da irgendwas pflanzen. Ist auch egal, auf jeden Fall helfe ich ihr, so eine Terrasse hinzukriegen. Ich habe in den letzten Jahren hier in den steilen ehemaligen Weinberghang, den Astrid gepachtet hat, schon seit etlichen Jahren, schon mehrmals Terrassen reingekloppt, Terrassen reingehämmert, um ebene Flächen zu bekommen, sei es zum Sitzen für Bierzeltgarnituren, sei es da hinten für Strandkorb von Astrid oder auch zum Beete anlegen. Und jetzt hämmer ich mal ein paar schrottige Holzpfähle in den Boden, was gar nicht so einfach ist, weil der Boden ist nur oberflächlich mit Erde, und darunter ist dann Sandstein, und in den Sandstein kriege ich keine Holzpfähle gekloppt. Aber wie dem auch sei, scheißegal, ich leg mal los. Nicht so einfach. So ein bisschen Erde und dann kommt Sandstein, knochenhart, da geht kein Holzwald. Und
diese Arbeiten hier auf der Alm, das ist einmal Beschäftigungstherapie für mich. Ich muss immer irgendwas zu tun haben. Für Astrid ist es Entspannungstherapie. Wenn sie von ihrem stressigen Schulalltag nachmittags nach Hause kommt, dann muss sie hier erstmal entspannen. Da macht sie auch ein bisschen Gartenarbeit, ein bisschen Zeugs anbauen, ein bisschen Rasenmähen, alles ein bisschen viel. Aber das dient ihrer Entspannung und ihrem Wohlfühlverhalten. Also einen Preis im Gartenbau gewinnt man bei den Aktivitäten hier nicht. Aber wie gerade gesagt, es hat alles seinen Sinn. Und für unsere Hunde ist es natürlich obersinnig. Denn welche Hunde haben schon 1000 Quadratmeter Auslauffläche, in der sie sich frei bewegen können? Das ist schon echt ein cooler Monster-Hundezwinger. Und deswegen ist das hier einfach geil. Ja, hier auf der Alm wächst auch immer wieder Nussbaum. Und Nussbaum wächst schnell, wächst rasant, muss auch immer wieder beschnitten werden, damit er nicht in Nachbarsgrundstück rüberragt. Und hier schneide ich jetzt mal ein paar armdickere Triebe raus und die benutze ich zum Verstärken der Naturbuschmauer für Astrids Komposthaufen. So, erstmal Stopp. Samira ist gekommen und jetzt gehen. So, wir ziehen wieder durch die Büdinger Wälder und ja, der Herbst ist vorbei, bunt ist hier nichts mehr, es ist grau, es ist Ende November, es ist nicht gerade ein, sagen wir mal, ästhetischer Genuss, sondern für uns Bewegungstherapie, für die Hunde Bewegungstherapie und es ist auch immer wieder wichtig für mich, dass ich mich bewege, sowohl für meinen Herzkreislauf wie für meine Knochen und Muskeln, denn ohne Bewegung verrecken die Menschen früher und ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Bewegungszeit. Nach einiger Zeit laufen die beiden schön dicht nebeneinander. Gleich geht's. Konzentrieren jetzt auf das, was hier ist. Spaghetti, rechts! Das ist ungewohnt für die Hunde. Weiter, Eva! Wir drehen um. Ja.
Ja, wir fahren gerade hier einen Weg, den ich so überhaupt noch nicht kenne. Geradeaus weiter, glaube ich. Ja. Es ist schon immer interessant, dieser Büdinger Wald, der ist dermaßen groß, dermaßen vielfältig. Obwohl ich jetzt hier schon seit 2017 auch mit Samira und wir hier rumfahren, rumradeln, kommen wir immer wieder auf Wege, die wir noch nie gefahren sind. Einfach cool. Aktuell ist das auch wieder interessant, weil ein gewaltiger Blätterteppich die Waldwege bedeckt und hier gerade ein Nadelteppich. Sieht auch wieder ganz schön aus. Jetzt gehen wir runter zum Bach. Immer wieder neue Überraschung. Ja. Ja. Ja, es ist immer schöne Wege mit den Bäumen. Ja, jetzt sind wir wieder da gelandet, wo wir eben abgebogen sind. Und heute radeln wir hier keinen Kreis, sondern wir radeln eine Acht. Einfach cool. Du musst die Runde laufen. Ja, neulich habe ich mit einem Hundebesitzer gesprochen, der mir erzählt hat, dass er im Keller eine Hundedusche eingebaut hat, was natürlich bei uns auch angebracht wäre. Wenn drei Hunde von so einer Tour zurückkommen, dann sind sie dermaßen eingeschlammt, dass es schwierig ist. Und jetzt hatten wir in letzter Zeit einen Schlauch angeschlossen, haben wir sie mit kaltem Wasser mit Schlauch gereinigt, aber das wird jetzt im Winter ziemlich heftig, ziemlich kalt. Und der Außenwasserhahn muss auch wegen Nachtfrost jetzt zugeschlossen werden. Ja, so ist das. Und dann müssen sie jetzt immer hier noch wieder ins Wasser gehen, in den Bach gehen oder hier in den kleinen Teich hier gehen, damit sich der Schlamm löst. Vor allen Dingen ist der Schlamm, der von den geschotterten Wegen stammt, ziemlich scheiße. Da ist Fleisch schon drin.
Ja, wie immer unterwegs im Wechsel der Welten. Innerhalb kürzester Zeit in einer bunten Blätterlandschaft, dann in einer wunderbaren Schneelandschaft. Ja, und trotzdem sind wir schon tot. Also die sind hier alle so. Musst du mal angucken, da vorne kommt einer, da sind schon Löcher drin. Siehst du den da? Okay, weiter geht's. Ja, die tägliche Standardrunde mit unseren Hunden. Es ist ja 12 bis 15 Kilometer jeden Tag. Sind wir wieder unterwegs im Viererteam, Fünferteam. Drei Hunde, Samira und ich. Und heute laufen die Hunde auch wieder mal ziehend nach vorne, nicht an der Seite. Das macht ihnen auch immer sehr viel Spaß. Besonders Spaghetti und Ava sind gut in Form und gehen ab. Aber Fly kann auch noch immer mithalten. Sie hat zwar immer wieder mal Schmerzattacken, die vergehen dann wieder und dann hat sie wieder volle Kanne Lust zu rennen.
gibt da richtig Gas. Yeah.
Post. Los geht's! Ja, Manu. Oh, Fly, du auch? Hola! Dann aber ab, die Post. Yeah! Der Weg kommt gleich nach links runter. Hier, ja. Nach links. Oh, das ist doch nicht. Egal. Aber wir kommen dann auf den Weg, den ich meine. Der, den ich gemeint habe, war noch weiter oben. Achtung jetzt, hier ist steil. Aber hier, wir sind auf dem Weg. Der geht nochmal da weiter, wo ich her wollte, weißt du? Der kommt von da, also wir sind jetzt aber auf dem Weg, auf den ich drauf wollte. Hierher, hierher! Rechts, links!